In Dortmund bahnt sich der nächste Ärger mit zwei Schwarzfahrern an. Die Fahrkartenprüfer Norbert und Markus müssen vorsichtig sein. Die beiden rumänischen Fahrgäste hatten kein Ticket. Und das haben sie uns auch zu verstehen gegeben. Und dann haben wir gesagt, ja, dass wir das beanstanden. Und Bargeld hatten sie auch nicht, dass sie bei uns bezahlen konnten. Also sprich das erhöhte Beförderungsentgelt. Auf den rumänischen Pässen steht keine Anschrift. Die Schwarzfahrer geben zudem eine deutsche Adresse an. Wir haben gerade eine Adresse überprüft. Und die Beamten haben gesagt, wir möchten mal mit dir einen Moment warten. Ich schicke mal einen Wagen raus, die kommen. Kaum 5 Minuten später ist die Bereitschaftspolizei vor Ort. Sie übernimmt den Fall. Das ist ungewöhnlich. Kommunikation, Sie sprechen Deutsch? Ein bisschen, ja. Sie verstehen uns auch? Ja. Sie verstehen, was wir sagen? Ich habe gerade über Telefon versucht, auszuprobieren. Aber Sie können übersetzen. Ich nicht gemeldet. Geben Sie mal an, Wohnstraße. Erzählen Sie mir mal, wo Sie wohnen. Bei einem Freund. Bekommen Sie da auch Post hin? Aber das bist du, ne? Nein. Wo bekommen Sie denn Post hin? In Rumänien bekommen Sie Post. Das ist schlecht. Das heißt, Sie sind nicht hier gemeldet in Deutschland. Nein. Sie waren nicht bei der Stadt und haben sich hier angemeldet. Nein, nicht angemeldet. Okay. Von der bestehenden Meldepflicht in Deutschland wollen die Schwarzfahrer nichts wissen. Denn ohne gültige Adresse auch keine Rechnungen. Was ist denn das? Das ist natürlich nicht so toll. Ja, nur eine Adresse wahrscheinlich. Wonach bei ist natürlich auch so eine Sache beim Freund. Ja, das ist klar. Wenn man da irgendwas hat, aber ist das natürlich für uns nicht so schön. Möchten Sie in bar bezahlen? Wir haben kein Geld. Wir kaufen ein Ticket. Ich habe 2 Euro ein Ticket. Das heißt, Sie haben beide kein Bargeld dabei? Nein. Okay. Bleibt nicht viel Hoffnung, die Strafe jemals zu sehen. Die Ticketkontrolleure haben eine Idee. Beim Freund wohnen kann der Freund das Geld ja bringen. Ja, wie viel Geld müssen Sie bezahlen? 4,40, genau. Ja, woher ist das Geld? Ja, irgendwo müssen ja, wenn Sie hier leben, müssen Sie auch Geld haben. Ohne Geld kann man ja auch hier nicht leben. Aber Sie sprechen gut Deutsch. Ja. Sie sind noch nicht hier. Wir kommen hier arbeiten. Hören Sie mir einmal zu? Ja. Eine Woche, sagten Sie, sind Sie hier? Ich war ein paar Mal schon. Ein paar Mal schon hier in Deutschland. Ja. Aber aktuell keine feste Meldeadresse. Nein. Nicht bei der Stadt gewesen und angemeldet oder sonstiges. Gut, folgendes Problem ist, ich belehre Sie einmal über Ihre Rechte. Ne? Hier steht möglicherweise ein Strafverfahren im Raum. Wenn das durch die Dortmunder Stadtwerke so halt zur Anzeige gebracht wird, auch, weil Sie hier eine Leistungserschleichung. Sie haben sich in den Bahn gesetzt, ohne ein gültiges Ticket zu haben. Somit ist das dann auch eine Straftat. Sie müssen hier vor Ort keine Angaben dazu machen. Trotz alledem möchten die Stadtwerke dafür eine Schadensregulierung haben. Wenn Sie möchten, können Sie gerne gleich was dazu sagen. Ja, Entschuldigung ist schon mal ein guter Anfang, aber trotz alledem kostet das Geld. Auch schwierige Fälle gehören zum Alltag der Fahrkartenkontrolleure. Einfach so zur Tagesordnung übergehen wollen sie nicht. Also machen wir einen Strafvertrag vor Ort wegen der Schleichung von Leistungen. Okay. Weil nächstes Mal, wenn Sie dann gucken, dann ist wenigstens schon mal was in der Akte drin. Weil sonst gucken Sie, mir ist ja noch nie was aufgefallen. Okay. Deswegen muss man da irgendwann mal den Anfang machen. Also machen wir das jetzt mal den Strafvertrag vor Ort. Was dann daraus wird, entscheiden Polizei und Staatsanwaltschaft. Ja, es ist trotzdem eine Straftat. Ne? Da hilft Entschuldigung nicht wirklich viel. Aber ihr könnt nicht einfach die Bahn einsteigen und benutzen, wenn ihr kein gültiges Ticket habt. Du verstehst das ein bisschen. Du kannst es ihr dann hinterher nochmal übersetzen. Ja, müsst ihr zu Fuß gehen. Die Polizei nimmt die beiden Schwarzfahrer jetzt mit zur Wache, auch um deren Identität zweifelsfrei zu klären. Möglicherweise sind die beiden ja kein unbeschriebenes Blatt. Für die Kontrolleure ist der Fall erstmal erledigt. Markus und Norbert kontrollieren weiter. Schon in der nächsten Bahn gibt es wieder Ärger. Was wollen wir machen? Aussteigen? Ja, dann einmal zahlen. Oder sitzen wir? Ja, war gut. Passport? Nein, Cash? Okay. Cash? Irgendwas, wo Sie mit ausweisen können? Die Fahrgäste wussten erst gar nicht, was wir von ihnen wollten. Vermeintlich wussten sie es nicht. Dann zeigten sie mir ein Ticket, was aber nur für Lünen gültig war und nicht für den Bereich Dortmund.
Das Problem ist, sie dürfen damit nur in Lünen fahren. Es steht nur von Lünengesamt bis Lünengesamt. Das ist nichts. Sie dürfen damit hier in Deutsch. Jetzt nicht mehr gut Deutsch. Wir haben nur Lünen, nicht Dortmund. Hier ist Dortmund. Okay. Hier dürfen Sie nicht damit fahren. Ja? Muss ich einmal jetzt aufschreiben. Okay. Um in Dortmund fahren zu dürfen, hätten sich die beiden jungen Männer ein Zusatzticket kaufen müssen. Kostet 1,40 Euro. Ohne gibt's eine Strafe von 40 Euro für jeden. Die Jungs sehen das nicht ein. Darf ich einmal den Ausweis haben? Den Ausweis wegen dem Geburtsdatum? Ja, okay, Problem. Nee, kein Problem. Einmal den Passport. Ja, den musst du auch haben. Problem. Sieh, das ist gerade hier. Mach, gib eben und alles gut. Der Fahrgast sprach am Anfang relativ gut Deutsch, aber wenn er merkt, es läuft auf eine Strafe hinaus, wird das Deutsch plötzlich immer schlechter, hin bis gar nicht mehr. Und das ist aber, kommt sehr oft vor. Jo, 40 Euro. Weil Ticket falsch, hier nicht richtig. Ticket ist für Lünen. Lünen, ne? Lünen. Dortmund 3, ne? Genau, richtig. Und deswegen. Okay. 80 Euro müssen die beiden für ihren Ausflug nach Dortmund jetzt extra blechen. Möglicherweise werden sie aus dem Schaden schlauer. Ich glaube, wenn es mit Absicht geschieht, dann halt auch aus finanziellen Gründen. Weil die Fahrgäste waren wohl in einem Asylheim untergebracht. Dass man eh nicht allzu gut betucht dann und dass sie das dann aus finanziellen Gründen machen. Musst du raus? Ja. Ich komm. Zwei Wochen Zeit bitte zu bezahlen. Ja, tschüsschen. Die beiden Kontrolleure bleiben am Ball und jagen die schwarzen Schafe, damit das öffentliche Fahren für alle günstig bleibt.